can't take it back, no. I've got so much, let me say, yo Leute, was geht ab? Nils hier von Feature Plays und willkommen zu einem neuen Projekt. Und der eine oder andere kennt es vielleicht schon, weil er es schon woanders genannt. Wir spielen YouTubers live und wir stellen uns jetzt erstmal einen Charakter. Und dann, ja, probiere ich mal. Oh, ne, so schnell wollte ich jetzt nicht weiter. Probiere ich mal unsere YouTube-Karriere nachzustellen. Ich habe schon mal aufgenommen, da habe ich aber leider verkackt. Deswegen speede ich hier gerade mehr oder weniger durch. Das Spiel ist in der Alpha, kostet 15 Euro auf Steam, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe mir schon wieder keinen Timer gestellt, aber das passt schon irgendwie, kriege ich schon irgendwie hin. So, hier kann man dann noch eine Persönlichkeit auswählen. Ich weiß nicht, inwiefern das Einfluss hat. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Dann sagt's mir mal. Und ja, ich will den Superstar. Ich bin Meister der Videos. Und ich möchte viele Likes und Abos bekommen. Und dann legen wir mal los. Also wie ihr seht, ist Alpha. Mode, Lifestyle, Kochen und Musik geht noch nicht. Nur Gaming. Mein Name ist Nils. Und hier nennen wir uns einfach mal Feature Plays. Und dann kann's losgehen. Ja, lade schneller bitte. Danke. Ich bin gerade mit meiner ersten Videoaufnahme in diesem Raum. Ich bin gerade mit meiner Mutter hergezogen. Ich habe auch noch nicht so viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genau an. Werf einen Blick. Fans mehr Follow Lens, die du meinst, auf YouTube zu werden. So, ja, wir rotieren immer mit der Kamera, mit dem Mauser bewegen. Und mein Charakter mit der linken Maustaste laufen. Ich hatte an diesem Tag beschlossen, mit meinen Spielen, die ich in dem Regal hatte. Gehen wir doch rüber, Spiel wählen. Zack, Gameplay, was anderes können wir noch nicht. Dann starten wir das Video. Niedrige Auflösung, kein Filter. Monosco, was anderes können wir noch nicht. Oh, ich bin geklickt und fortsetzen. Ja, Name lassen wir einfach mal so. Dann ist das wenigstens auch schon schön chronologisch, weil wir können auch hier. Oh. Okay, wir haben 100 Dollar und unser erstes Video. Ausschnitt, fröhliche Äußerung. Verkackt. Das Spiel lenkt sich auf. Lustiger Kommentar. Egal, das bringt uns mehr Punkte. Jetzt müssen wir das nur noch zusammenschneiden. Dann werden wir die beiden mal ausrendern. Das Ganze laden das Ganze hoch. Als wir einen neuen Rekord haben, ist natürlich klar. Und vielleicht steigen wir noch irgendwo auf. Ja, beim Schauspielern. Und bei der Nachbearbeitung. So, unser erstes Video. Ich bin immer wegen der Zeit, die man für so lange läuft, verärgert. Aber ich sagte, die Aufrufe vor Blindenzahlen und dein Geld zu verfolgen ist großartig. Außerdem gibt es immer neue Kommentare, die helfen, zu sehen, ob mein Video wirklich gut sind. Hier sehen wir gerade den Rendern und das ist der Upload. Ich muss jeden Monat einen Test schreiben, also muss ich lernen. Ja, okay, kriege ich eine Belohnung. Und wenn nicht, wenn ich mir jetzt in meinem Umzug gehe, muss ich einfach auf die Tür hinausgehen. Studieren. Hier unten haben wir so kleine Aufgaben, dafür kriegen wir Erfahrungspunkte, die unser Level steigern. Wir können die. Ja, okay, können wir nicht. Okay, vielleicht noch nicht. Das Video lädt gerade hoch. Kommentare sind nur positiv. Ich kann mal prüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender meinem Handy schaue, aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich einkaufen und überprüfe meine Neuveröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen, online Bestellung ist eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. So. Hallo. Einkaufen jetzt aber. Das Video läuft, wir haben schon 18 verdient. Es waren nur 3 Läden verfügbar. Die übrigen konnte ich jederzeit freischalten. Ich kann einen der Läden kurz besuchen und auf den Kreuz klicken, um den Einkauf zu schließen. Das heißt, wir können hier drauf gehen, ein Spiel auswählen. Was ich auch, glaube, mache. Wir haben den 2. Januar, das heißt, wir kaufen das Spiel jetzt einfach mal. Dann wird uns das zugesandt. Ich verbreite mich gut, wie man Videos macht, vertraut. Mir war bewusst, dass es am Anfang schwer sein wird, aber ich hatte mich entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand konnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Akzeptieren. So, da ist unser neues Spiel. Dann Spiel wählen. Machen wir noch ein neues Gameplay. Viele Videos heißt viele Views. Warte, kann ich die Karte jetzt mal kurz aktivieren? Ja.
Nein, ich glaube, ich habe die alle aktiviert. Sonst gehen wir voll mal auf den Blick. So, was haben wir noch? Spieltutorial. Lustiger Kommentar. Ne, nicht ganz, okay. Gut. Winkende Verabschiedung. Darf ich jetzt kurz hier schneiden, danke. Ich glaube, wir nehmen die beiden einfach wieder. Rennen das Ganze. Und haben überall einen neuen Rekord gereicht. Level 2, Level 3, Level 4. Und auch da Level 4. Das ist gut. Oder waren wir schon Level 5? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wir haben neue Karten aktiviert. Und unsere erste Farbe drum bekommen, indem wir studieren gegangen sind. Das heißt, wir können hier und jetzt gucken, inwiefern wir für die Prüfung vorbereitet sind. So, der rendert und lädt das gerade noch hoch. Das heißt, wir können kurz studieren gehen. Dann wird die Zeit wieder vorgespult. Und das Ganze geht schneller. So, da sind wir wieder. Wir gehen mal kurz schlafen. Auch wenn wir eigentlich noch genug Ausdauer haben, aber das läuft ja noch. Kommentare. Ich kann nicht glauben, dass du... Okay. Manchmal reicht ein gutes Skript, um ein Video zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Video läuft auch an. Wir essen nochmal kurz was einfach. Das hat jetzt schon das Ganze überholt. Was gut ist. Und danach wählen wir einfach immer wieder dasselbe Spiel aus, weil das ist viel besser bewertet als Empire Planet 2. Das heißt, die Leute verfolgen das lieber als das andere. Wir haben wieder 6 Ideenpunkte. Das ist auch gut. Und ja, wir verdienen unser erstes Geld. Die Abozahl und Abonnentenzahl steigt schon. Und ja, wir müssen auch irgendwann noch unsere Sachen verbessern. Aber erst mal ein paar Videos machen und uns eine kleine Fanbase aufbauen. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Da singen wir doch einfach mal ein bisschen. 36 Cent mit dem ersten Video, das Spiel lenkt sich auf. Mörderischer Blick. Sehr schön. Das passt absolut nicht aneinander, egal wie wir es machen. Egal. Rennen. So, neue Rekorde hier. Außer was beim Editing angeht, weil es halt nicht aneinander gepasst hat. Aber das passiert. Boah, Nacharbeitung kriegen wir gerade richtig, richtig viel. So, eigentlich jetzt möchte ich ein Game spielen. Ich weiß nicht, wie ich das aufnehmen und warten könnte. Könntest du uns machen, das hochladen? Ich werde das Spiel schicken. Ja, gib mir ruhig. Was kriegen wir dafür? $20 ist in Ordnung. Mhm, $2 schon. Weil wir gehen kurz schlafen, wenn das Spiel kommt, damit wir wieder die vollen Ideenpunkte haben, öffnen. Spiel wählen, das wird dann schon unser drittes Video. Starten. Aufgaben sind wir gut dabei. Haben wir teilweise schon erreicht, das wird halt nun nicht immer alles direkt angezeigt. Das dauert ein bisschen, bis es aktualisiert wird. Okay, wir müssen noch kurz warten. Das ist schon das vierte Video, fällt mir gerade auf. Aber das zweite Video ist auf jeden Fall schon mal gut angekommen. Und ich hoffe, dass das nächste auch gut ankommt, wenn wir schon ordentlich was erreicht. Das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Okay, verkackt. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Singender Kommentar. So. Und auch der Schnitt passt wieder nicht. Aber egal, wir kriegen dafür Geld. Wir haben trotzdem einen neuen Rekord beim Editing. Okay. Und Level 10. Oh. Sehr gut. Was für meine Mom jetzt? Ich habe jetzt nicht so viel gelernt diesen Monat. Ja, okay. Was soll nicht weinen, wenn ich das durchziehe? Ja. Wo du schon, dass du mit Hilfsarbeit Geld verdienen kannst? Ja, wir können hier auf Arbeiten gehen. Die Zeit auswählen und dann was machen. Das machen wir mal kurz. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht unseren PC ein bisschen aufrüsten danach. Wir laden relativ viel hoch, was ziemlich gut ist. Dann wird zu Hause Geld verdient. Jetzt gehen wir nochmal studieren. Hier gibt es Anzeigen.
man sieht halt, dass es eigentlich noch relativ schlecht ist mit den anderen Sachen, aber wir trotzdem ordentlich was mit erreicht haben. Außer Punkt des Skills, Videoclips, weitere Objekte im Laden freischalten. Klick auf den Fahrradbanken. Okay. Aha. Okay, Marketing, wir können unsere Videos hypen. 4 neue Karten. 3 zusätzliche, oh, 3 Ausdauer ist gut. Und Kleidung und andere Sachen haben wir freigeschaltet. Deswegen gehen wir danach studieren. Der Mate ist auch wieder da. Oh, oh, das kommt gut an. Danke, dass du hier noch gelandet bist. Ich werde einen Freund sehen, wie gut du darin bist. Wo wir schon dabei sind, wusstest du schon ein paar Tagen eine wichtige Spielkonvention ist. Ich muss auch noch die Tür öffnen, etwas bekannter wäre. Eigentlich kostet das Ticket 100 Euro. Hol das Geld und geh zusammen hin. Ja, da gucken wir nochmal. Ich würde auch sagen, dass wir erst was aufrüsten. Schnittprogramm haben wir schon, das beste Kopfhörer bringen, glaube ich, nicht viel. Ein neues Mikrofon. Eine bessere Webcam, wir haben 123 Dollar. Eine bessere Maus und eine bessere Tastatur. 80 Dollar können wir uns leisten, alles unterwegs. Wir können nochmal vielleicht ein neues Spiel einkaufen. Wir haben den 9. Januar. Alles. Ist noch nichts Neues draußen. Okay, erstes Paket ist da. Dann gehst du mal kurz was essen. Während ich hier alle Pakete öffne. Und hier gerade eigentlich auch wieder ganz gut Geld zu verdienen. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt bekommen. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Denken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen Talentpunkt. Also ich öffne noch kurz hier das Paket, der Typ ist gerade eh essen. So, wir haben einen Punkt. Erste Eindrücke. Nehme dein erstes Gameplay-Video auf und gebe deinen Zuschauern einen Vorgeschmack auf das Spiel. Gerade erschienen, sonst verlieren sie. Ja, machen wir mal. Es gibt auch noch andere Sachen und je mehr wir halt freischalten, desto weiter kommen wir auch nach hinten und können andere Sachen machen. Wir können hier nochmal Erfahrungspunkte abholen. Und wir brauchen ein neues Video. Und wir haben auch wieder einiges freigeschaltet. Machen wir nochmal genau selber einfach. Aber wir können ja jetzt schon mehr. Was ziemlich gut ist. Schon 2000 Abonnenten. Das ist auch schon ordentlich was. Und wir machen erstmal eine winkende Begrüßung zum Anfang. Jetzt können wir schon mehr Videoclips. Wir machen mehr Ideenpunkte. Ladebildschirm. Ohne lustige Kommentar. Sehr schön. Zwar kein Skript wirklich gehabt, aber juckt eh keinen. Wir müssen das so schneiden. Und jetzt können wir auch alle drei Sachen schon reinballern. Das sollte uns neue Rekorde überall. Skript geht leider nicht so viel, weil wir nicht so viele Skriptpunkte gerade kriegen, während wir Videos aufnehmen. Aber dafür läuft die Nachbearbeitung echt ganz gut. Ja, wir können unser Zimmer umstellen. Einkaufen. Und dann auf den Dekorationsladen. Ja, aber ich möchte eigentlich, das ist rausgeschmissenes Geld. Finde ich. Wir können unser Geld lieber anders benutzen. Hier nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Wir sind schon Level 4. Was ich sehr, sehr gut finde. Und das neue Video lädt auch schon wieder hoch. Also es läuft echt eigentlich. Das ist jetzt unser wievieltes Video. Wir können hier Statistiken angucken. Und zwar ist das unser 5. Video. Das beste Video hat bis jetzt 5000 Klicks. Es gibt auch Netzwerke und man kann sich auch Ranglisten angucken. Können wir das schon? Ja, können wir. Wir sind irgendwo hier ganz unten. Wo waren wir? 44, was waren wir? Also wir sind eigentlich sogar echt ganz gut dabei. Dafür, dass wir Gaming machen, weil man sieht ja halt auch, dass die Leute teilweise was anderes machen. Andere Topics, die man halt selber leider noch nicht spielen kann. Aber das wird in Zukunft, denke ich mal, alles noch dazukommen. Aber wir brauchen Geld, damit wir uns, glaube ich, dieses Ticket leisten können.
was $100 kostet. Und wir müssen auch auf jeden Fall mehr in Zukunft in der nächsten Folge für die Prüfung tun. Aber erstmal wieder ein bisschen Geld dazu verdienen. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir was Neues kaufen können. Ein neues Spiel, was momentan vielleicht hoch angesiedelt ist. Sieht aber nicht so aus. Also ich glaube, wir besitzen eigentlich die neuesten Spiele für unsere Konsole. Ja, die Konsole besitzen wir nicht. Die kosten halt auch relativ viel Geld. Das heißt, am Anfang können wir uns das noch nicht leisten, aber später, wenn wir schon mehr im vierstelligen Bereich sind, im höheren vierstelligen Bereich oder vielleicht schon im fünfstelligen, dann sollte das auch klappen. Dann studieren wir nochmal, damit wir da wenigstens ein bisschen vorankommen, die Folge. Und die 3000 haben wir auch schon geknackt. Und das neue Video läuft echt verdammt gut. Wenn wir damit schon $10 machen, ist das echt schon eine Menge. So, dann essen wir nochmal was und dann gucken, ob wir vielleicht noch ein Video machen, bevor wir die Folge hier beenden. Damit wir die $100 auch bekommen. Wir haben viermal gelernt schon. Das ist echt gar nicht mal so wenig. Neues Gaming-Video. Wie so 86 rated, 82. Oh, ne, das wollte ich jetzt nicht. Neues Gaming-Video nochmal. Das hat aber mehr Sterne, also machen wir nochmal lieber eins davon. Damit wir auch nicht zweimal hintereinander selber bringen, was ja auch nicht so cool ist. So, ja, Ladebildschirm mit Hinweis wegen der Begrüßung. Man muss natürlich erstmal am Anfang gut die Leute begrüßen und das Video vernünftig starten. Lustiger Kommentar vielleicht. Ja. Und im Ladebildschirm können wir einen sinnlosen Kommentar bringen. Sehr gut. Jetzt haben wir beim Skript mehr Punkte, dafür bei der Nachbearbeitung nichts. Aber je länger wir spielen, desto mehr schalten wir letztendlich auch frei. Desto mehr Clips können wir hochladen und desto besser wird auch die verdiente Erfahrung, beziehungsweise brauchen wir, glaube ich, auch mehr Erfahrung, je höher wir im Level steigen. Und das nächste Video wird hochgeladen, wir haben noch eine neue Karte freigeschalten, professioneller Kommentar und zwei Belohnungen hier unten. Schon wieder ein neues Spiel, aber das ist auch nicht für uns. Wir können hier unten nachgucken, aber das ist nicht so gut. Sie sagt mir schon wieder. Ich hoffe, nächste Woche wird besser. Wir haben doch relativ viel gelernt. Wir haben viermal gelernt. Naja, okay, ich würde sagen, wir pausieren hier. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob das Video, was wir gerade aufgenommen haben, gut ankommt oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Das wird jetzt alle 2 Tage kommen. Also wenn ihr Tipps habt oder so, dann schreibt die einfach unten rein, weil ich nicht denke, dass ich wirklich vorproduzieren werde, sondern das immer aktuell halten möchte. Und dann, denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir sehen, ob das Video gut ankommt. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht die 10.000 ausknacken können. Also bis zum nächsten Part, Leute. Macht's gut. Haut rein. Ciao.